seine Musikerkollegen leben einen Jugendtraum. Sie spielen die Songs ihrer Idole, der britischen Rockband Pink Floyd. So nahe wie möglich ans Original kommen, mehr als eine Herausforderung. Pink Floyd Sound ist gar nicht so einfach. Erstens mal ist sehr viel Technik dahinter, andererseits sehr viel Gefühl. Also Pink Floyd Musik macht ja eigentlich aus, dass die extrem viel Emotionen übertragen in einer Musik, und das ist die große Faszination, und da muss sich einer auch wirklich quasi nicht nur technisch einhängen, sondern eben auch auf die Musik einlassen können. 12 Musiker bekannter Coverbands aus Oberösterreich stehen gemeinsam auf der Bühne. Yet Another Floyd entstand in 2-jähriger Vorbereitungszeit. Die Idee zur Bandgründung kam dem 48-jährigen musikalischen Leiter im Urlaub. Und zwar war ich in Italien auf einem Urlaub und habe dort zufällig ein Konzert von einer Pink Floyd Tribute Band gesehen. Und da ich eigentlich immer schon ein Pink Floyd Fan bin, und habe ich dann einfach meine Musikerkollegen dafür begeistern können, dass wir sowas auch mal machen könnten. Der Everdinger Stadtplatz wird zur Konzertlocation mit rund 2000 Besuchern. Damit so ein Konzert sitzt, braucht's viel Übung. Wir haben früher Pop-Rock gespielt, da ist das relativ einfach, aber Pink Floyd ist einfach viel anspruchsvoller, und das hat uns gereizt, und dann haben wir alle wieder mal üben müssen. Der Kern der Band trifft sich meistens alle 2 Wochen, aber es sind eben, wie gesagt, nicht immer alle dabei, weil natürlich gewisse Parts, die gar nicht notwendig ist, und es ist halt schwierig, 12 Leute unter einen Hut zu bringen, also das ist für mich über die größte Herausforderung. Zum Glück gibt es heute so gute Sachen, Smartphones und so, mit denen man das auch. Also früher, glaube ich, hätte es nicht funktioniert. Eine musikalische Reise durch mehr als 40 Jahre Pink Floyd. Kann die Coverband da mithalten? Die Fans meinen ja. Ich habe zum Beispiel schon gesehen, die australische Pink Floyd, und vor ein paar Jahren in Burghausen eine andere Coverband. Aber alle machen an der Zeit wirklich, wirklich gut. Ja, und die Musik, das ist einfach einmalig. Eine Zeitreise in die 70er und gleichzeitig für den guten Zweck spenden. Der gesamte Reinerlös der Veranstaltung kommt Kinder- und Jugendprojekten und bedürftigen Menschen in der Region zugute. Wir vom Kiwanis Club lukrieren seit 25 Jahren ungefähr Geld, das in der Region ankommt. Wir helfen in der Region, wir helfen speziell Kinder in der Region, und eben durch solche Veranstaltungen probieren wir, dass wir Geld zusammenbekommen und helfen. Der nächste öffentliche Termin für die Coverband ist am 21. September in Ried im Innkreis. Auch da ist wieder 70er-Jahre-Feeling garantiert.